Wir werden jetzt nur einige Leute dazu interviewen. Ich bin aus der Schweiz, ich bin Vertreter des Partnerwettbewerbs, des Partnerjugendwettbewerbs. Der nennt sich Bubble Play und das ist einer der Gründe, weshalb ich hier nach Linz komme. Wir sind die Eltern von einem Teilnehmer. Ich bin mit meinen Schülern da, Schülerinnen, die den goldenen Nika gewonnen haben. Wir haben Young Apache Style gemacht zu tanzen da und da sind wir mit unseren Lehrern hergekommen. Weil wir da oben im Restaurant waren. Okay, sehr anstrengend. Momentan schon. Okay, dann stellen wir euch nicht weiter. Ciao. Achso, ja, ich habe bei 19 den Preis gewonnen, Sachpreis unter 14. Naja, wir haben den Hauptpreis gewonnen. Ja, und das war eher Zufall. Unser Lehrer ist an uns herangetreten und ja, und somit haben wir das halt auch gemacht. Ja. Also es hat sich einfach so ergeben, dass das eben gerade passt hat mit dem Projekt und dem Preis. Also haben wir es einmal eingereicht mit bester Hoffnung und naja. Gut, habt ihr selber auch Vorschläge für die Ars Electronica, damit Jugendliche teilnehmen oder habt ihr selber Ideen? Ich finde das iPad ist schon recht gut anspannend. Besonders für die. Ich bin jetzt leider zu. Ja, stimmt, iPad ist sehr gut.